So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Saphir. Wir haben uns jetzt in der Arena vorgekämpft und müssen Don Camillo noch besiegen, damit wir dann Blitze einsetzen können, um das Paket dann Troy weiter zu abzugeben, was wir unser Auftrag ist von der Demon Corporation. So, wir haben herausgefunden, unser Bumi hat Windstoß gelernt. Flugfähigkeiten sind gut gegen Kampf-Pokémon. Das wird uns sehr helfen, denn wir sind in einer Kampfarena, also nur mit Kampf-Pokémon. Und, ich bin Camillo, der Arena-Leiter von Fausthau Hafen. Ich habe die wilde Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Ja, wie viele Pokémon hast du? 3, 4, 5, 6, 2 Stück. Die werden dann wahrscheinlich ein bisschen stärker sein. Mit Level 17 hab ich recht. Ja, das mag Rita das nicht lange überlegt. War mir auch klar, wir müssen jetzt einfach alles verbraten. Es geht nicht anders. So, Kopfnuss. Ja, zumindest ein bisschen was. Schreck zurück, das ist immer schön. Ja, vielleicht nochmal. Nee, leider nicht. Kannst du es überleben? Auch nicht. Müssen wir es halt leider verbraten. Unser nächstes Pokémon wird wahrscheinlich auch gleich verbraten. Einfach, weil Kampf ja gegen Metall so toll ist. Das verstehe ich die Logik nicht. Ja, sehr effektiv. Warum? Macht keinen Sinn. Danke, Pokémon. Danke, Nintendo. Für diesen Logikfehler. So, überlebe jetzt. Dankeschön. Du machst jetzt mal was Dummes. Ach, komm. Mal nicht treffen oder so, wäre mal schön gewesen. Ja, ich versuch mal. Ja, komm. Eingepflanzt. Und jetzt versuchen wir es mal mit Absorber. Wo ist unsere Geheimwaffe im Moment? Einfach, weil Flug mit Windstoß wird das eigentlich nicht so ein Problem sein sollte. Aber natürlich hat er einen Heiltrank. Zum Kotzen ist das. Ja. Zum Kotzen. Mit Absorber können wir uns vielleicht so gerade so halten. Vielleicht auch nicht. Es zögert auf jeden Fall den Kampf hinaus, wie man sieht. Das war gar nicht schlecht. Na toll. So, haben wir es jetzt bald. Komm, noch mal ein bisschen Schaden. Mach doch mal was Dummes. So wie Heuler oder so. Ah, komm. Ja gut, dann werden wir gleich noch mal trainieren gehen müssen. Vielleicht Wurmi ein bisschen aufleveln. Aber, okay, der ist widerstandslos gefallen. Sehr schön. Wurmi hat Level 14 erreicht. Ist unser stärkstes Pokémon geworden. Wer hätte das gedacht? Ein Makuhita Level 18. So, Sandwirbel. Ja, das hätte der mal eben machen sollen mit seinem Macholo. Okay, das hat ja mal überhaupt nichts gebracht. Nochmal ein Trank, war ja klar. Machen mal die Arena-Leiter ja immer mal gerne. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben gute Chancen, es doch noch zu gewinnen. Mit unserer Geheimwaffe namens Wurmi. Und wir haben die erste Arena besiegt. Die zweite Arena. Und der zweite Orden schon. Wir gehen ja voll ab. Uiuiui, du hast eine große Welle produziert, als ich dir größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Schön, 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 schön. Dann wäre das jetzt geklärt. Knöchelorden. Warum Knöchel? Na gut. Dank des Knöchelsorden werden dir alle Pokémon bis Level 30 beleuchten. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast.
Und du kannst die vor allem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Was ist das denn? Die TM enthält Protzer. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Dankeschön. Dann können wir jetzt auch durch den Tunnel. Was meinen wir? Um nach zu Troy zu kommen. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Schutzdinger holen, weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit da durchlaufen zu müssen und jedes Mal wieder ins Menü und Feuer und Blitz und so. Zumindest war das früher so. Ich weiß nicht, ob es in der Version ja auch schon so ist, immer noch so ist, dass man nach jedem Kampf die VM neu auswählen muss. Das war sehr, sehr nervig. Auf jeden Fall habe ich auch keinen Bock, da durchzulaufen. Von daher. So, alle Pokémon hier ready. So, habt ihr auch einen Supermarkt? Gibt's hier sowas? Habt ihr keinen Supermarkt? Was ist denn bei euch los? Von was ernährt ihr euch denn? Von Stöcken und Wurzeln oder was? Gibt's doch nicht. Dann machen wir das halt mal kurz mal anders. Gehen wir noch. Nee, habe ich nicht. Ja, wir müssen zurück nach Blütenburg City, weil die hier keinen Supermarkt haben. Echt jetzt, das gibt's doch nicht. Können die mich aufregen? So. Ja, zumindest geht es ja hier schnell. Und Blütenburg City ist ja auch nicht weit. Das ist alles noch im Rahmen. Aber natürlich ärgerlich, gell? Was willst du machen? So. Supermarkt. Pokémon-Markt. Hier ist einer. Ups. Willkommen, kann ich helfen? Natürlich. Ich will einen Schutz. Also 10 Stück werden mal ganz gut. Oh. Ja, nehmen wir mal mit. Fluchtzer brauchen wir nicht so viele. Pokebälle haben wir auch noch genug. Nee, leider nicht. So, schön. Dann gehen wir jetzt wieder zu Mr. Brackwasser. Und fahren dann wieder nach Faustor Hafen. Genau. Ja, hör auf zu babbeln. Komm schon. Wir müssen los. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ja. Dauert halt schon ein bisschen die Überfahrt, aber da müssen wir so besser als laufen. Hör auf zu babbeln. So, achso, wir müssen ein paar Vorkehrungen treffen. Blitz müssen wir einem Pokémon beibringen. Ha, wem bringen wir den Blitz bei? Wer ist im Moment am nutzlosesten? Nein. Wir können es nur Vomi oder Agent Orange, spiele ich aber beides nicht. Dann gehen wir nochmal zum Pokémon Center. Wir nehmen jetzt irgendein scheiß Pokémon mit. Einfach, damit wir den Blitz beibringen können. Einfach, weil Blitz eine scheiß Attacke ist. So. Nee. Ich glaube, unser Flummi könnte. Also irgendwie habe ich so Verdacht, dass Flummi es könnte. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Ablegen. So. Komm. Also wenn Wurmi es kann, dann wird das Viech das aber auch können. So. Ja. Immerhin. So, haben wir einen Scheiß-Pokémon eine Scheiß-Attacke beigebracht.
Das soll auch mal vorkommen. So. So, nee, Blitz noch nicht, aber Schutz wollte ich aktivieren. So, da oben. Da, wo war das denn jetzt? Hallo? Hör auf, da rumzuspringen. So. So, Funke, mein kleiner. Ja, da kommen wir nicht hoch. Na, immerhin Pokéball gefunden. Immerhin. So. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Schutz immer dauernd erneuern. Genau. Aber so kommen wir eindeutig. Nee. Dass es auch mit Schritten gezählt werden muss, echt. Ach komm. Wir haben doch einen Schutz aktiviert. Was wissen du? Level 11. Wow. Echt jetzt. Ja, geil. Ja, du mich auch. Wir hauen ab. Nee. So viel Zeit habe ich jetzt auch einfach nicht. Was? Warum haben wir jetzt gerade einen Schutz gekauft, wenn es einfach nichts bringt? Das ist Level 10 oder wie? So, ich hab echt keinen Bock, mich da durchzukämpfen. Wir haben einen Ewigstein gefunden. Ach, das ist es, damit die sich nicht entwickeln, glaube ich. Okay. Sieht doch schon mal gut aus hier. Kaum wirkt das Ding nicht mehr, schon kommt das ganze Geschmeiß wieder her. Das gibt's doch nicht. Da könnte ich mich aufregen. Haben wir es jetzt. Warum steht er überhaupt hier in der Höhle rum? Dieses Ding, das du da trickst, das ist ein Pokénoff. Wenn Trainer, die ein Pokénoff besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine. Daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Okay, dankeschön. Du hast all diese Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ich muss mich bedanken. Ehrlich, ich werde dir diese TM geben. Stahlflügel. Schön. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Ja, sehr schön. Dann können wir auch endlich mal dieses provinzielle Kaff hier mal verlassen. Nein. Kommt gleich wieder ein Pokémon. Als hätte ich's gesagt, oder? Oh, ein Abra. Schmeiß mal gleich mal einen Puckball drauf. Gleich ein Superball. Natürlich nicht! Es war ein Superball, ganz ehrlich. Da kommen Kleinstein immer mit. Ja, Zerschneider. Bringt natürlich so gut wie gar nichts. Kopfnuss. Na, das bringt schon mehr. Wenn es auch nicht effektiver. Ja. Na. Was? Warte, das noch irgendwie sehr viel gebracht. Oh, was bauen die da draußen schon wieder? Ich dachte, das sei jetzt rum. Ja, ist vielleicht ein bisschen laut für euch. Kann ich halt auch nichts machen, wenn die bei mir eine Straße bauen. Haben sie halt vor 2 Jahren irgendwie zwei Häuser gegenüber hochgezogen und sind halt irgendwie immer noch nicht fertig damit. Kann ich da nichts machen.
Ja, so langsam ziehen wir auch mal Leute ein. Also, so schlimm ist es jetzt nicht mehr. Aber letztes Jahr war es echt noch schlimm. Vor allem, wenn die dann samstags früh angefangen haben zu arbeiten. Wenn Klein stand tief und fest schläft, gräbt er sich selbst zur Hälfte im Boden ein. Selbst wenn Wanderer versehentlich auf Kleinstein treten, macht es nicht auf. Am Morgen rollt es auf der Suche nach Nahrung den Berg hinunter. Oh. Nein, nein, nein. Ich bin zu faul für Spitznamen geworden. Nun gut. Wie schaut das hier aus? Ja, sieht alles noch gut aus. Ahoi, für dich segle ich zu jeder Zeit überall hin. Nun, mein Freund, wohin soll es gehen? Nach Grafenport City natürlich. Wir sind hier fertig und wir wollen hier nicht so schnell zurück. Anker gelichtet, Pecco, mein Schatz, wir setzen Segel. So, haben wir es endlich geschafft, sind in der nächsten Stadt. Ahoi, wir haben in Grafenport City angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Frick. Und bringst ihm die Devil-Waren. Aber mein Anker in vielen Häfen der Welt geworfen, aber Grafenport City ist der schönste Hafen. Ja, hätte ich mir auch denken können, dass jetzt gleich wieder ein Arena-Kampf ansteht. Pokémon-Kampf. Okay. Ich hab grad echt keine Lust. Normalerweise würde ich jetzt versuche zu trainieren, aber ich habe gerade keine Lust. Ich möchte einfach in diese blöde Stadt rein. Ja, zum Glück ist es nicht sehr effektiv. Das bedeutet, Natalu ist gleich weg. Und wir haben einen Level 15. Was auch schön ist. So. So, wo haben wir das? Du bist der Beste. Ich mag nicht kämpfen. Nicht unbedingt identische Statuswerte, die von drinnen aufgezogen werden, sind schneller als wilde Pokémon. Da muss ich echt aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, wer davon Trainer ist. Natürlich gehen wir da später wieder zurück, aber ich habe gerade einfach keine Lust. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Ja, schön. Großer Markt. Das ist ein Supermarkt. Wir haben einen Supermarkt. Pokémon Fanclub. Wir rufen alle Fans der Pokémon. Ja. Namensgewertest. Bewertung von Großnamen. Was? Ja, das ist ein Schönheitswettbewerb. Müssen wir jetzt auch nicht machen. Da ist Team Aqua. Ich glaube, da müssten wir dann bald mal hin. Aber, ja, das ist ein Werb, wie es aussieht. Ja, ist ja doch schon ganz groß hier. Aber wir werden uns damit erst nächste Folge beschäftigen. Denn die 20 Minuten sind wieder rum. Wir haben eine Arena-Leiter geschafft. Und haben Troy den Brief übergeben. Also sehr viel in der Folge eigentlich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Abonniert, kommentiert. Das würde mir sehr helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.